Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Episode des Football Managers 2019. Nach ein paar Tagen Pause, wo ich jetzt nicht allzu große Lust hatte aufzunehmen. Nein, es hat jetzt nichts mit den Ergebnissen zu tun. Nur weil ich jetzt eine schlechte Phase habe, habe ich jetzt nicht weniger Lust aufzunehmen. Sondern, ja, einfach viel zu tun mit der Arbeit und so weiter, ein bisschen gestresst. Und ich hatte halt einfach nicht die Motivation, wenn ich es aufnehmen wollte, war ich müde und so. Es ist ja eh nicht so wichtig, denke ich mal. Warum? Ich denke nur, ja, wir wollen Videos, ja. Aber jetzt kommt heute zumindest wieder eine Folge. Ich hoffe, dass dann morgen wieder auch eine kommt und so langsam wieder ein Flow reinkommt, weil ja, ich finde es selber ein bisschen blöd, wenn so wenige Folgen kommen. Ne? Gut. Jetzt kommt heute ein nicht allzu unwichtiges und einfaches Auswärtsspiel gegen Rasenballsport Leipzig. Da dürfen wir nicht unbedingt verlieren. Das wäre schon ein herber Rückschlag. Leipzig hat auch keine gute Saison bislang, nur 15. Wir müssen also die Form ausnutzen. Also die schlechteste Form des Gegners. Wir haben auch nicht die beste, aber anscheinend eine bessere. Ne? Oh, ja, da 5 Spiele, 5 Siege. 15 Punkte, das ist schon mal respektabel. Timo Werner. Ein krasser Stürmer. Der immer sehr gerne gegen uns vor allen Dingen gute Leistung abliefert. Gab ja jetzt auch zuletzt ein paar Gerüchte, ob er zum BVB wechselt, aber Watzke hat selber gesagt, er hat ja selber schon ausgeschlossen, mehr oder weniger, also Werner, dass er dahin wechselt, weil Timo Werner ja ein Zitat hatte, so ähnlich war wie: Wenn man in Leipzig spielt, gibt es in Deutschland nur einen einzigen Verein, wo man hinwechseln kann. Ich weiß nicht, ob der jetzt die Bayern wörtlich genannt hat, aber so in etwa waren ja seine Worte und das ist, glaube ich, schon klar und deutlich, dann seine Aussage. So, Manuel Ferrer braucht noch 4 bis 9 Tage, okay. Sergio 6 bis 9 Wochen, 10 Tage bis 3 Wochen. Also nach dem Spiel gegen Schalke sollte wieder da sein. 3 Spiele fehlt er noch. 2 Auswärtsspiele in der Bundesliga. Leipzig und Schalke. Naja, gut. So, mit Alcacer wird gestartet. Kai Havertz beginnt wieder. Von Anfang an, hat zwar bislang noch keine gute Saison gespielt, um es mal nett auszudrücken. Wobei, komm, wenn er noch nicht so gut drauf ist, warum nicht mal ein bisschen das System ändern, dann mit Witzel und Delaney im Zentralmittelfeld, beziehungsweise mit Witzel und Weigel und Delaney dann etwas defensiver. Kann man ja gerne mal machen. Wir haben ja Auswärtsspiel, dann können wir ein bisschen kompakter stehen. So, dann wollen wir mal ins Spiel gehen. So, auf den Rasen durch, zeigt der Welt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Und sie sind motiviert, perfekt. Direkt mal so umstellen, wie gerade eben gesagt. Witzel auch nach vorne. Delaney ist dann den Ball erobene. Soll verteidigen. Soll auch verteidigen, aber halt ein bisschen offensiver sein als zentraler Mittelfeldspieler. Gut. Ja, das war alles. Und gleich will ich noch ein bisschen das Pressing, also die Pressing-Intensität etwas niedriger setzen. Ne, etwas aggressiver, das ist gut. Die Pressinglinie soll etwas weiter zurück. Mal gucken, wie wir uns heute schlagen werden. Die erste Chance scheint allem Anschein nach Leipzig zu haben. Kunja auf Brünn Larsen. Jakob Brünn Larsen. Ein alter Bekannter. Auf jeden Fall kein schlechter Mann, ne? Den Stammplatz, würde mich mal interessieren. Bislang ja, gute Noten. Schön.
Direkt eine gelbe Karte für grünen Nasen. Guerrero, wir sind immer gefährlich. Diallo. Völlig frei, aber leider zu zentral auf Peter Gulaschi. Langer Ball auf Paco. Kampel erobert sich den Ball. Ein bisschen Glück, wie ich finde. Schöne Grätsche von Pulisic, aber Brünn Larsen kriegt den Ball leider. Beziehungsweise Leipzig bleibt am Ball. Ich habe so das Gefühl, dass der Ball jetzt reingeht. Lange Highlights sind immer ein Grund dafür, dass was Besonderes passiert. Delaney mit einem V-Spiel, 11 Meter. Und Timo Werner gegen Donnarumma 1. Nicht unbedingt optimal. Alle haben ein bisschen Probleme, ne? Leipzig, Bayern, wir. Das könnte schon die dritte Niederlage sein im sechsten Spiel. Das wäre unfassbar schlecht. Mehr pressen. Ging schön auf Pulisic und der macht das sehr gut. Raus auf Guerrero, der kann gut flanken. Aber sucht ihn. Jaden. Anton kann klären. Ja, so, schön. Langer Ball von Diallo. Also, passt auf, aber Pulisic hat gut antizipiert. Kein großer Schuss. Gefährlich sieht anders aus. Auch die Ballbesitzzeiten sind nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Gut aufgepasst. Und da ist der Ball wieder weg. Also so kann man keine Tore schießen, ne? Wenn man schon wenig Ballbesitz hat, dann muss man es so machen wie davor. Wie wir es die Wochen davor gemacht haben, auch die letzte Saison. Einfach sehr effektiv sein und vor allem kompakt stehen. Was wir nicht so unbedingt tun. Langer Ball auf Timo Werner. Der ist seine Stärke. Oh, Kunja fast zur Stelle. Mehr Ballbesitz. Ich brauche mehr Ballbesitz. Das ist mal ein guter Freistoß. Nee. Christian mit viel zu viel Platz und der haut den Ball super rein. 1-1. Perfekt. Perfekt. Und kurz vor der Halbzeit. Wichtig. Solche Tore tun immer besonders gut. Kann sich schön auf Pulse sehr schick, Paco. Sieht Jaden. Gulaschi mit einer Weltklasse-Parade. Okay. Komm, leidenschaftlich. So. Macht weiter so. Die letzten Minuten. Bisschen mehr Ball würde ich gerne, aber ansonsten macht weiter so. Und Mitspieler hinterlaufen gerne. Jetzt eine schöne raus auf Christian. Diesmal wird sein Schuss geblockt. Ich glaube, dass wir stabiler geworden sind. Wir lassen dadurch weniger zu, wo ich die beiden Flügelspieler nach hinten gezogen habe. Eventuell eine Taktik auch für die nächsten Auswärtsspiele. Jaden. So
Stunde vorbei und ich tue mal Kai Havertz rein für Jadon Sancho mal auf die Flügel. Das kann da ja auch zwar nicht so gut, aber ich kann ja wechseln. Ja, nee, da lasse ich lieber Christian rechts. Unentschieden wäre natürlich okay. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn es mehr wäre. Mehr wird als ein Punkt. Sehr gut aufgepasst von Christian. Außer Paco, kein perfekter Ball, aber die Aktion bleibt, die Chance. Hakimi. Witzel. Immer noch viel Platz für uns. Havertz. Ein sehr langsamer Distanzschuss. Sah merkwürdig aus. Aber gefährlich am Ende. Aufgepasst. So, jetzt geht Hakimi nach links und Piszczek auf die rechte Seite. Mal einen frischen Spieler und Guerreiro bisschen schon. Da wir ja in der Champions League bald spielen, in 2-3 Tagen, gegen Calgary. So. Für die letzten Minuten würde ich mal sagen, Fiete Abraum rein. Für Witzel. Doppelspitze, Knipser, hängende Spitze, sehr gut. Versuchen wir's. Man muss auch Risiko eingehen. Puh, wer nach so viel Platz. Einem so schnellen Spieler so viel Platz zu geben, das ist schon, ja, nicht gut. Oh, Kovalenko. Völlig frei. Nach vorne drücken. Ich will hier noch irgendwie den Sieg rausholen. Kommt schon, Jungs. Okay, mein Zoo war nicht gut, aber vom Gegner auch nicht unbedingt. Vier gelbe Karten, 19 Fouls. Also die Mannschaft will. Das kann man nicht absprechen. Nachspielzeit. Viel Platz für Leipzig. Und da sieht man, dass ein Witzel fehlt. Das sah schon ein bisschen merkwürdig aus. Piszczek. Ein Einwurf, okay. Das war's. Am Ende würde ich schon sagen, leistungsgerecht. Wir hatten wenig Schüsse. Wenig Ballbesitz, meine ich. Keine allzu gute Passquote. Aber am Ende hat es gereicht. Eine schlechte erste Halbzeit, eine sehr gute, wie ich finde, zweite Halbzeit. Ach, kann ich mir zufrieden sein. Ein sehr guter Christian Pulisic. Nicht nur, weil er ein Tor geschossen hat, aber auch so sehr umtriebig gewesen. Ja, gut. Ein Punkt auswärts gegen so einen starken Gegner. Bin ich absolut mit zufrieden. Nur würde ich dann schon gerne im nächsten Auswärtsspiel gegen Schalke in der Liga dann einen Dreier holen. Ne? Und ich sehe gerade Hertha bei 5 Siegen 10 zu 0 Tore. Okay. Frühform. Leidenschaftlich. Ich bin zufrieden mit der Leistung. Okay, die sind verwirrt. Die können es nicht ganz verstehen, aber. Gut, ich dachte mir, komm, ich motiviere die Jungs mal. Dann halt nicht. Sorry. War ja nur gut gemeint. So. Wie ihr euch denken könnt, war es das dann auch von heute. Sorry nochmals, dass jetzt längere Zeit keine einzige Folge rauskam. Aber ich werde es ja versuchen, dass es demnächst besser wird. Bisschen häufiger wieder. Dass sie kommen werden. Ich will ja nicht, dass ihr Zuschauer enttäuscht seid. Jeden Tag immer YouTube neu laden, doch mal kommt Video von ihm. Denke zwar nicht, dass das so schlimm ist, aber ja. So, vielen Dank fürs Zusehen. Für die, die auch nach den paar Tagen Pause, okay, das war jetzt kein Jahr oder so,
Aber ich rede so, als ob es ein Jahr gewesen wäre. Jedenfalls danke, dass Sie wieder zugeschaut haben. Habt noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge dann mit einem Heimspiel gegen Calgary. Bis dann. Ciao.